Leute, was geht? David von Eidesanisch wieder hier. So lange ist es her, dass ich euch wieder was geboten habe. Das Problem ist einfach, ich habe einfach extrem viel zu tun. Das heißt, ich habe meinen Job gewechselt und muss halt morgens einfach scheiße früh raus, dementsprechend früh ins Bett. Ich mache gerade meine Webseite. Arbeite dann auch noch als Eidesanisch für jemanden quasi jeden Tag. Und deswegen ist es halt einfach alles ein bisschen Käse. Aber ich will meinen Kanal ja nicht verkommen lassen und deswegen versuche ich ab und zu mal ein Tutorial rauszuhauen. Und deshalb mache ich euch mal ein ganz fixes Tutorial, ich hoffe es zumindest. Und zwar, wie ihr so einen Basic-Stuhl, so einen quasi so einen Holzstuhl generieren könnt oder erstellen könnt. Kann man immer mehr gebrauchen, wenn man irgendwelche Szenen machen will, weil Holzstühle hat ja jeder. Und deswegen fangen wir auch gleich mal an. Ihr macht euch erstmal das Sitzbett oder Sitzkissen. Und ich habe Werbung bekommen. Das heißt, ihr geht hierauf, macht euch einen Würfel. Also macht euch einen Würfel. Und zieht euch den Würfel, so wie ihr haben wollt. Das heißt, ja. Machen wir es halt ein bisschen größer, also skalieren. Alles mal, ups, na, dann alles. Damit es halt alles einfach ein bisschen größer ist und ich mehr Platz habe. Und ungefähr, muss ich mal gucken, bei mir im Raum, andere Stühle. Ist eigentlich ziemlich quadratisch. Das heißt, so wie es da ist, soll das auch sein. Vielleicht mal ein bisschen mehr noch, ein bisschen dünner. Könnt ihr hinkommen? Ja, könnt ihr hinkommen. Vielleicht ein bisschen dicker. Ja, ich habe glücklicherweise ein paar Stühle hinter mir, da kann ich ein bisschen abgucken. So, jetzt Rechte-Maustaste, Quatsch, mittlere Maustaste, oben Perspektive anwählen. Und jetzt drücken wir mal C. Beziehungsweise diesen Button hier, der jetzt grau ist, damit habt ihr das dann als Polygonobjekt umgewandelt, damit ihr die Flächen, Polygone und was auch immer bearbeiten könntet. So, dann wählen wir unser Punktewerkzeug, beziehungsweise unser Polygonwerkzeug und wählen rechte Maustaste und schneiden, beziehungsweise Messer. Mit dem Messer geht es besser. Ja, Messer. Und wählen bei Modus Loop. Also ihr habt wahrscheinlich was anderes bei euch jetzt gerade stehen als Default. Deswegen machen wir Loop. Dann schneiden wir uns hier ein paar Eckchen rein. Also ein paar Kanten. Erstmal relativ dünne. Also das kommt später noch warum. Damit es quasi ein bisschen abgerundet werden kann. Ihr solltet ungefähr darauf achten, dass es vielleicht ungefähr gleich ist von der. Also von der Proportion her. Das heißt, hier haben wir beispielsweise ein Kästchen. Und dann machen wir hier auch ein Kästchen. Dasselbe machen wir unten. Auch fast ein Kästchen. Das heißt, auch ein Kästchen. Also ungefähr muss jetzt. No, das ist ein bisschen doch ein bisschen zu krass. Mit SDRGZ kommt er immer zurück. Also ihr solltet es jetzt nicht Millimeter genau machen, aber halt so ungefähr. Dann machen wir uns die Stuhlbeine. Die Beine müsst ihr auch aufpassen, nicht zu, also meiner Meinung nach mag ich das nicht, wenn es zu dick ist. Das heißt, wir machen beispielsweise mal so. Also das heißt quasi 1. Ich denke, so ist okay. 1 und 1. Und 1. Ja, ich denke, das ist sogar okay. Von den, ja, die Beine könnte gut aussehen. Hoffentlich. Natürlich sieht es immer gut aus. So, dann gehen wir wieder an die, also, mit der Maustaste, Zentralperspektive, wir und unser Live Selection Tool aus. Okay, das ist vielleicht ein bisschen zu klein. Nein, mal gucken. Wir haben uns die Beine jeweils aus, also gehen nach unten, weil das ist ja oben ist und deswegen nach unten. Und wir uns die Beine an. Ups. Also, Entschuldigung, ich habe es immer noch
Okay, sorry, das müsst ihr nicht beachten, denn ich hatte noch wann gerade, hatte ich noch was so gemacht und dementsprechend habe ich noch die ganzen Einstellungen drin. Also nicht beachten. Ihr habt es so, wie ich das jetzt habe. Heißt, hier geht unser Würfel, geht unser Selection-Werkzeug und wählen uns die Beine aus. Das heißt, also eins auswählen, dann STRG gedrückt halten und beide Beine auswählen. Na? Shift, Entschuldigung, nicht STRG. Dann da hinten auswählen. Na. Ah, nee, ich hasse das. Also, wie gesagt, nicht beachten. Normalerweise habt ihr hier nur sichtbare Elemente selektieren. Denn ich habe das noch deaktiviert gehabt und dementsprechend hat er mir das oben auch selektiert. Also nochmal auswählen, dann Shift gedrückt halten. Shift. Andere Beinchen. Und das letzte Beinchen. So. Dann rechte Maustaste innen extrudieren. Dann extrudiert ihr das ein bisschen, wie ihr es haben wollt. Ihr haltet das gedrückt in der Mitte, einfach Maustaste gedrückt halten und zieht euch das ein bisschen kleiner, wie ihr haben wollt. Ich denke, so ist okay. Dann rechte Maustaste extrudieren und gehen dann in die Perspektive, so wie ihr den Stuhl sehen würdet. Und drücken wir irgendwo rein, links, und ziehen uns das ein bisschen zurecht. Okay. Ja, okay, fein. Mir gefallen, glaube ich, die Proportionen nicht, aber okay, das ist ja nur ein Tutorial, nur zum Gucken, nachmachen könnt ihr ja, also die Vorgehensweise ist dasselbe, ihr müsst halt nur aufpassen, dass ihr die Schnitte halt korrekt macht. Aber ich denke, so ist erstmal okay. Auch von der Höhe her. Also lassen wir los. Dann machen wir das ein bisschen dünner, sodass es halt nicht so rechten Winkel ist und alles kerzengerade und ganz unrealistisch und irgendwie ein bisschen kacke. Deshalb gehen wir unser Live Selection Tool, gehen runter zu den Beinen, machen unser Punktwerkzeug, dann wählen wir uns die unteren Punkte an, skalieren, dann gucken wir hier mal auf 16 haben wir die alle gesetzt, also ungefähr 17 halt und 20. Deswegen machen wir mal überall mal 13. Ja, machen wir mal. Okay. Wir haben uns den nächsten an. 13. 13. Und das Bein. 13 und 13. Und das letzte Bein. 13 und 13. So, sieht jetzt, ja, sieht doch relativ gut aus. Vielleicht ein bisschen zu extrem, aber ich denke, sieht erstmal okay aus. Ja, okay. Dann machen wir das selber mit der Linie hinten. Wie ihr sucht euch jetzt irgendeine Seite aus, die ihr als hinten definieren wollt. Ist eigentlich egal. Ja, okay, ich sehe es gerade, ist ein bisschen breit geworden. Ups. Allerdings denke ich, unser hinten, ja, machen wir hier unser hinten. Heißt, wir drehen uns das ein bisschen zurecht. Und gehen unser Selection Tool wieder. Wählen uns das Bein aus hier und mit Shift wieder mal gedrückt halten, wenn das doch funktioniert. Und gedrückt halten. Dann rechte Maustaste, Bevel, Quatsch, innen extrudieren. Das wurde ja schon gesetzt, euer Offset. Das heißt, ihr drückt theoretisch nur auf Enter oder auch nicht. Okay. Weiß nicht, was ich gerade gemacht habe.
Tja, das kommt davon, was er schnell macht. Also, unser Live Selection Tool, dein Polygon-Werkzeug oben auswählen, dann ein Fuß und dann der andere Fuß. Na, willst du? Na los, komm, komm du Fuß. Rechte Maustaste innen extrudieren. Warum auch immer. Okay. Eigentlich sollte unter Optionen bei euch auch der Reiter Werkzeug aufkommen. Naja, wie nur auch sei. Wenn es das nicht tut, geht ihr auf Werkzeug. Und ihr habt ja schon euer Offset ausgewählt, automatisch. Das heißt, er geht auf Zuweisen. Also deswegen, er merkt sich halt die Einstellungen von den anderen, also von den Füßen. Und dementsprechend ist es die gleichen Werte wie hier auch. Rechte Maustaste extrudieren. Und dann zieht ihr das so hoch, wie ihr halt das haben wollt. Ja, okay. Ja, okay, Beine ist ein bisschen dünn, ja. Egal. Also, ich denke, so ungefähr bis hier ist eigentlich ganz schnicke. So, lassen wir los. Dann machen wir Folgendes. Und zwar unser Punktewerkzeug. Live Selection Tool, wählen uns mal alle Punkte an und machen wir das, ziehen wir das ein bisschen nach außen hin. Und damit machen wir das auch. Ziehen wir ein bisschen nach außen. Nicht so krass, aber ja, so dass es halt, wie gesagt, nicht so stereotypisch, so ganz kalt und gerade alles wirkt. So, dann machen wir das auch noch ein bisschen kleiner, also ein bisschen enger ziehen. Obwohl die Beine und ist halt einfach eng, aber prinzipiell von der Theorie her wählt ihr euch die letzten zwei, die oberen zwei Segmente, also Punkte an und zieht ihr euch ein bisschen kleiner. Ich habe es jetzt ungefähr zur Hälfte kleiner gemacht. Heißt, so. Und ja, jetzt habt ihr das. So, dann machen wir uns als nächstes einmal unten so Streben. Ja, okay, das ist eher für einen wirklich fetten Arsch. Ist wirklich ein bisschen breit geworden, aber gut. Machen wir uns jetzt nochmal einen Würfel. Und so geben wir unser Objektwerkzeug. Ziehen uns das einfach klein. Gehen unser. Also mit der Maustaste gehen nach vorne rein. Und jetzt ziehen wir uns das einfach mal so zurecht. So dass es halt passt. Ich denke, so ist in Ordnung. Und wie ihr sehen könnt, oder auch nicht, weil wir müssen das nach vorne ziehen. Das heißt, rechts mit der Maustaste mal geht ihr mal in die Obenperspektive. Und ihr zieht euch das nach vorne. Allerdings sieht er ein bisschen kleiner noch. So, ungefähr. So, dölö. Jetzt seht ihr, haben wir. Okay, mal noch ein bisschen zu hoch. Okay, so. Wie ihr sehen könnt. Aber nicht so jetzt. Da ist schon mal ein Balken. Ich denke, der Balken, den können wir so lassen. Denn jetzt machen wir überall Balken. Das heißt, wir gehen wieder in die Obenperspektive, kopieren uns das mit STRG-C, STRG-V, ziehen uns das Ganze nach hinten. Ja, STRG-C, STRG-V. Und drehen uns die ganze Chose mal um 90 Grad. Das heißt, wir geben hier bei der H. Wer 30, 95 ein und ziehen uns den Balken dementsprechend dann hier hin. Okay, eigentlich ist es auch quadratisch. Naja, gut, fertig habe ich einen Quick in der Optik. Dann SRGC, SRV. Und oder jetzt nehmen wir uns die ganzen Bretter mal und kopieren die. Das heißt, also Alt-G. Und das können wir uns den Würfel mal benennen im Stuhl. Dann nehmen wir uns hier unser Objekt. Dann kopieren wir uns den mit STRG-C, STRG-V.
und ziehen uns den einfach ein bisschen runter. Nicht zu weit, weil dann ist irgendwie blöd, sondern so ein bisschen oberhalb der Mitte, würde ich sagen. So sieht doch ganz nice aus, eigentlich. So, dann machen wir uns hier unten, hier hinten die Streben. Das heißt, wir gehen unser Mittelmeer, wir gehen unser, also Mittelmaustaste, wählen uns hinten an. Heißt den hinteren Balken, wenn wir den erwischen. Unser hinteren Balken kopieren den aus mit STRG-C, STRG-V und ziehen ihn nach oben. Heißt Zentralperspektive wieder. Und voilà. Gucken wir mal. Ein nach oben. Den müssen wir uns natürlich ein bisschen zurechtzuppeln. Und auch ein bisschen dünner. Das ist echt dünn hier. Na gut. So ist das Leben. Das hat er für eine XL-Frau, die aber leicht ist. Jetzt haben wir das, dann kopieren wir uns das wieder. Ziehen uns das ein bisschen nach unten. Danke mal so. Dann kopieren wir uns das wieder und ziehen das nochmal nach unten. Ich denke so. Ziehen uns das aber ein bisschen kleiner, weil ja nicht das rauskommt. So, jetzt ist es halt alles noch ein bisschen kerzengerade und es ist alles ein bisschen, ja, nicht sehr bequem. Das heißt, wir nehmen uns unseren Stuhl. Unser Selection Tool, unser Polygon Selection Tool, Selektion, Ring, Selektion und selektieren uns mal alle Beine quasi und halt die Dehne, die wir haben. Somit sind alle Seiten ja, angewählt. Rechte Maustaste, dann Bevel, das heißt, wir machen das ein bisschen runter. Ja, ich hatte, ja, okay, gut. Ich hatte schon Default gemacht, aber ist ja wurscht. Heißt, wir drücken in die Mitte wieder rein irgendwo und ziehen uns das mit der Tastatur so ein bisschen zurecht. Da dies natürlich sehr dünn ist, ist es jetzt sehr Käse, weil selbst kleine Extrusionen, kleine Bevel-Dinger, macht natürlich einen großen Unterschied. Ich habe es auf 1. Ja, sieht doch nett aus, auf jeden Fall. Dann wählen wir uns nochmal aus, unseren Stuhl. Dann gehen wir unser, also Selection Tool, wählen uns die. Wie wollen wir es machen? Also rein theoretisch könnt ihr jetzt, ich schaue gerade bei meinen Stühlen. Also auch wieder alles auswählen, was ihr haben wollt und könnt ihr dann auch ein bisschen, könnt ihr halt auch Rundungen reinmachen. Ja, ich habe nur so Holzkissen drauf. Ich mache das mal so. Ich muss gestehen, ich habe das bisher auch nie so gemacht. Heißt, wir wählen uns das an. Beziehungsweise in diesem Fall gehen wir unser Selection Tool und nur sichtbare. Obwohl lassen wir es drin. Okay, Entschuldigung, Entschuldigung. Also ganz normal drin lassen. Und jetzt könnt ihr einfach mal das markieren, was ihr gerundet haben wollt. Zum Bleistift. Also deswegen haben wir halt die Rundungen, die Schnitte am Anfang gemacht, damit die Rundung halt nicht alles ist, sondern nur hier so ein bisschen. Und dementsprechend gehen wir auf Selektion Loop-Selektion. Obwohl. Qual der Wahl. Nee, machen wir doch lieber am Rand hier. Das heißt, wir Loop-Selektion und wählen uns nur den Rand aus. Rechte Maustaste Bevel. Eins ist schon erstellt und jetzt auf Zuweisen gehen. Und jetzt ist das alles rund.
Vielleicht gucke ich noch mal, wie es denn ausschaut, wenn wir doch alles haben. Nur so testweise. Vielleicht noch was, das der will. Ja, nee, ist nicht so prickelnd, weil wie ihr sehen könnt, ist das jetzt rund, aber hier oben ist es halt einfach ein bisschen bubbelig, wie so Luft zwischen. Das ist nicht sehr charmant. Also haben wir das so, zumindest haben wir die Ecken dann rundet. Und das sieht doch schon mal ganz nice aus. Als nächstes wollen wir uns die Beine natürlich ein bisschen rund machen. Machen wir es selber in grün. C drücken und alle Beine nehmen. Dann Selektion. Na. Wieso geht das nicht? Das ist aber doof. Ah, ist natürlich noch nicht konvertiert. Okay, C drücken. Jetzt aber. Selektion. Ach man, ist echt traurig, dass ich nicht mehr dazu komme, so aktiv zu sein für YouTube. Na gut. Also haben wir alles ausgewählt. Rechte Maustaste und Innen extrudner Bevel 1 zuweisen und ja, voilà. Jetzt sehen wir, hier ist ein bisschen überstehend, aber das stört doch drauf. Dann nehmen wir unser zweites, dasselbe in grün. Aufmachen, auswählen, C drücken, markieren, Loop-Selektion oder Ring-Selektion. Ja, warum? Achso, das auch noch. Na, super. Okay. Na, what the fuck? Okay, muss ich wohl alles einzeln auswählen. So und so. Rechte Maustaste, Bevel und zuweisen. Voilà. Haben wir das rund gemacht. So, sieht doch ganz sweet aus. Jetzt wollen wir das hier hinten auch noch rund machen. Und wir wollen es noch etwas gebogen haben. So, und momentan ist es halt kerzengerade und das ist einfach schwul. Da geht uns ja der Rücken kaputt. Deswegen nehmen wir uns die drei Dinger hier. Ja, drei Dinger. Wir gehen unser normal Objektwerkzeug-Tool. Ah, wählen die aus nochmal und damit wir diese Segmente haben, dann jeweils 20 ungefähr. Also, das heißt, so eigentlich machen wir mal nicht so krass, machen wir mal 10 oder so. Also, mal kurz zurück. Was? Ne? Mal 10? Naja, okay, 10. Machen wir mal 20. Okay, doch, machen wir doch 20. Allerdings müssen wir nicht in der Höhe haben. Ah, das ist die Höhe. Sondern nur so ungefähr. Dann, wenn wir es alle haben, dann machen wir erstmal dasselbe im Grün. Das heißt, wir drücken C. Wählen uns dann Polygonwerkzeug, wählen uns alle aus mit Selektion, Loop Selection na, warum wollte er das nicht machen? Selektion, nehmen wir mal die Ringselektion, okay, nehmen wir das so halt dann mal. Ringselektion, ja, das ist okay. Die Einzelnen müssen wir uns wohl anwählen. Oh, das ist doch cool. Also gut, auf jeden Fall Ende von Lied ist, dass ihr halt alles euch anwählt. Dip, 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 dip. Zumindest nur die sichtbaren halt. Dip, 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 dip
Miep, miep, miep. Miep, 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 miep. Und fertig. Also hier noch. Und jetzt gucken wir mal, ob das doch funktioniert. Rechte Maustaste, Bevel und zuweisen. Ui, 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 jetzt ist es rund. So, jetzt wollen wir das noch hinten alles schieben. Das heißt, wir wählen es wieder alle drei aus. Und jetzt gucken wir mal, also indem wir rechte Maustaste drücken, die mittlere Maustaste drücken, dann unser vorne wählen, also unser vielleicht vorne, bei euch vielleicht links oder rechts. Auf jeden Fall müsst ihr eure Lehne in die vorne Ansicht haben, wie ich jetzt. Dann wählen wir uns die mittleren mittleren Elemente aus. Heißt hier, dann. Okay, machen wir anders. Weil ich sehe gerade oben, wird er wieder nicht an, weil es halt gebevelt ist. Also, dann machen wir aber was anderes. Wir machen unser Live Selection Tool. Nehmen hier raus den Haken, nur sichtbare Elemente. Das heißt, wenn wir jetzt einfach mal drüber gehen, dann selektiert ihr alles aus. Und auch hinten, weil es halt nicht sichtbar und das wählt ihr auch aus. Dann Shift gedrückt halten und das anwählen und Shift gedrückt halten, das anwählen. So, dann gehen wir wieder in die Zentralperspektive. Dann gehen wir auf Modus in Weichselektion und wie ihr jetzt sehen könnt, wird es hier gelb und am Rand blau. Das Gelbe ist, das heißt, wie stark es gebogen werden kann, wenn den Radius halt jetzt aufdreht. Dann wird es ja am Ende halt auch gelb. Das heißt, dass es halt nicht viel gebogen wird. Das heißt, wenn ihr euren Radius runterstellt, dann wird es mehr gebogen. Bei der Stärke im Endeffekt dasselbe. Das heißt, wie stark gelb ist es quasi? Also wie stark wird es gebogen? Ich denke mal, so ist das gut. Ihr könnt es halt einfach machen, wie es euch zusagt. Das heißt, ihr solltet halt natürlich nicht zu enorm sein, also das heißt nicht so oder so, sondern ihr solltet irgendein gutes Mittelmaß finden. Ich denke mal, vielleicht so. Gucken wir mal, wenn nicht, können wir es wieder rückgängig machen. Ja, sieht doch gut aus. Also ihr zieht dann einfach nach hinten. Und voilà, jetzt haben wir. Ja, okay, ist ein bisschen krass, muss ich sagen. Okay, gut. Radius ein bisschen höher. Ja, okay. Ja, so ist doch okay. Dann wählen wir uns die wieder alle halt an. Dann unser normales Objekt-Tool und ziehen uns die einfach ein bisschen wieder rein. So müssen wir natürlich aufpassen, dass das nicht überlappt, sondern ein bisschen reingeht wieder. So haben wir das. Und so haben wir das. Sieht doch echt cool aus. Ah, und eine Sache noch, natürlich der Sitzboden, der ist natürlich auch sehr hart. Da tut dann ja echt der Arsch weh. Deshalb gehen wir auf unseren Stuhl. Unser Polygon-Werkzeug. Wählen uns die Mitte mal an. Ja, okay, also testweise die mit. Könnt ihr es ja nochmal probieren, wie euch das am besten gefällt. Dann gehen wir also auf unser Live Selection Tool und wieder dasselbe in Grün gerade wieder. Wir justieren uns das ein bisschen mit dem Radius. Und der Radius ist natürlich auch andere, also wir haben nur die Mitte selektiert, aber halt, das hat auch Auswirkungen natürlich auf den Rand. Da wird dementsprechend natürlich auch ein bisschen runtergedrückt. Die Stärke machen wir mal nicht so extrem. Machen wir mal 50 und mal gucken. Okay. Ich sehe gerade, ist in Ordnung, prinzipiell, aber ja, sieht halt doof aus, weil die Ecken sind halt nicht, kommen halt nicht runter. Das heißt, wir sollten am besten alles mit auswählen.
Und das machen wir auch. Oh, nicht die Beine. Ach. Und natürlich solltet ihr aufpassen, dass ihr nicht alles, also dass ihr wieder die einen Haken setzt, nur selektierbare Objekte. Shift gedrückt halten und auswählen. Ja, und die Beine. Mit STRG könnt ihr das deselektieren. Und jetzt gucken wir uns das doch mal an. Okay. Ja, ich sehe gerade, okay, dann müssen wir die Stärke bzw. den Radius erhöhen. Alles klar. Radius mal 500 und die Stärke machen wir auch mal so 50-50 alles. Ja, okay, so ist doch schon mal okay. So glaube ich, wird ein Schuh draus. Müssen wir noch ein bisschen erhöhen, den Radius. Ja, also natürlich nicht so extrem, aber ich denke, so ist doch eigentlich okay. Dann unser Werkzeug. Okay. Ja, jetzt muss ich ein bisschen gucken. Und zwar, weil jetzt haben wir ja das Problem, dass wenn wir jetzt unsere Selektion haben, ziehen wir den ganzen Stuhl hoch. Aber das ist funktioniert doch ganz gut. Jetzt ziehen wir halt den ganzen Stuhl noch hoch. Gucken wir mal in der vorne Perspektive, ob das noch passen tut. So. Und ich denke, so sieht doch eigentlich ganz okay aus. Also okay, vielleicht kann man jetzt ein bisschen rum experimentieren, weil ich sehe gerade hier beispielsweise, die Ränder sind immer noch ein bisschen zu hoch. Heißt, ihr könnt es aber ausbessern, indem ihr. Okay, machen wir das eben mal kurz. Indem ihr halt eure Stärke bzw. eure anpasst, euren Radius. Gucken wir mal. Okay. Radius mal 100. Ja, okay, das ist okay. Wir sehen, wenn wir den Radius halt auf 1000 haben, dann zieht das alles runter. Ja, okay, so ist es auch. Könnte es okay sein. Ja, okay, jetzt sehen wir noch, ist aber scheiß drauf. Ansonsten, was ihr auch machen könnt, das machen wir jetzt auch nochmal ganz kurz, weil ich jetzt nett bin und wir haben da erst eine halbe Stunde. Das heißt, ja, okay, ich mache das aber mal rückgängig, quasi so, sorry, also vergiss den Part jetzt gerade, weil wir packen uns da ganz kurz mein Kissen drauf. Würfel machen wir, Würfel ungefähr die Größe, die wir haben wollen. Selektion, Quatsch. Na, Skalierung. Skalieren wir, ich denke mal, so ist es schon in Ordnung. Und umso größer ihr es habt, umso fluffiger ist es letztendlich. Allerdings, so ist es doch okay. Da hat dann eine alte Oma, kann auch schön sitzen. Jo. Warum nicht? Dann gehen wir den ganzen mal Segmente. Umso mehr Segmente ihr habt, umso fluffiger wird es natürlich auch. Machen wir mal 30. Dann mittlere. Die Farbe, die Y, weil das ist ja am Rand. Das lasst ihr auf 1. Und dann machen wir mal C. Dann nehmen wir unser Werkzeug hier, Pulli-Werkzeug und Selektion ganz kurz mal, Ringselektion, wählen uns den Rand hier aus. Dann rechte Maustaste auf den Würfel, Kleidungstag,
Kleidungstag, Kleidung. Bei den Kleidungstag gehen wir auf Ankleiden, gehen wir auf Punkte fixieren. Na, okay, oder auch nicht. Wo war das? Auf Ankleiden. Ja, wo war denn das? Okay, sorry, auf hier setzen. So, dann, wenn wir das haben, dann gehen wir einfach nur auf Dress-O-Matic. Jetzt haben wir so ein Kissen. Also, das ist nur ein Sitzkissen, ein richtiges Kissen, was halt fluffig ist fürs Bett. Das macht man noch ein bisschen anders. Allerdings reicht es jetzt erstmal. Und dann packen wir das nochmal in ein Hypernerb rein. Und dann können wir da den Hypernerb. Na, warum will er das nicht? Vorzeigeffekt. Ah, ich hasse das. Na, okay. Ach ja, kann sich nur um Stunden handeln. Also, okay, gut. Dann gucken wir erstmal mal. Ist doch gut. Und ja, okay, müssen wir das noch mit runterkriegen. Warum kriege ich diesen verfickten Würfel nicht runter? Eigentlich ging das. Vielleicht mache ich irgendwas falsch. Schreibt es mir mal in den Kommentaren. Das würde mich mal interessieren. Denn ich nehme doch hier den Hypernerf eigentlich und nicht den Würfel. Oder wie jetzt? Okay, ich verstehe. Okay, nehmt ihr den Kleidungstag. Kleidungstag, da könnt ihr das eigentlich, müsstet ihr es verschieben, denn Junge, will er mich verarschen? Will er mich ficken? Okay, gut. Dann. Ich gebe nicht auf. Es gibt mehrere Wege nach oben. Okay, gruppieren geht auch nicht. Dann macht da das mal wegen C. Aber eigentlich, wenn es C. Sorry, aber jetzt ist es eigentlich ein Polygonobjekt. Jetzt müsste man es eigentlich verschieben können. Okay, dann machen wir es ganz radikal. Also sorry, ihr könnt das lachen über mich, ich weiß. Dann halt nicht. Dann ziehen wir uns halt den Stuhl nach oben. Wenn das Kissen nicht kommen will, dann kommt der Stuhl zum Kissen. Setzen wir das mal drauf. Und so sieht es doch eigentlich ganz gut aus. Okay. So, dann machen wir uns noch eine ganz kurze Szene, weil wir haben ja schon 40 Minuten gelabert und das wird langsam viel. Dann unser Boden. Unser Boden ziehen wir uns dann natürlich unterhalb des Stuhles. Dann machen wir uns mal ein Lichtlein. Vielleicht sogar auch zwei oder drei. Mal gucken. Eins, zwei und drei. Das dritte Licht machen wir aber nochmal auf 70%. Wir haben uns alle Lichter mal an. Dann auf Schatten Maps war weich. Und jetzt machen wir uns mal ein Material. Neues Material. Ihr könnt mal auf Google googeln. Einfach. Holzmaterial eingeben. Ich habe jetzt natürlich schon ganz viele Materials hier, ganz viele Texturen. Und wählen wir uns mal irgendeine Schniekes aus. Gehen wir mal auf sowas. Das Süße ziehen wir uns jetzt mal rein. Grenze ich mal aus. Ah, natürlich. Wählen wir uns alles an. Und gruppieren das uns. Damit haben wir eine eigene Gruppe. Und wenn wir das jetzt auf die Gruppe packen, ist alles so. Und das Kissen wird natürlich weiß. Wie alles. Wie immer so Kissen sind. Glanzlicht raus. Auf Hypernerb.
Und dann machen wir kurz mal Globinimation und Ambient Occlusion und kein Cartoon Renderer, weil das ist scheiße. Ambient Occlusion, Globinimation und ab geht's. Und voilà, habt ihr auch schon mal einen Stuhl. Das sieht doch ganz süß aus. Auch von den Proportionen, das ist doch gar nicht mehr so schlecht. Das Kissen könnte man auch anpassen, aber es ist ja eure Sache. Und prinzipiell war es das soweit. Wenn euch die Textur halt nicht gefällt, dann könnt ihr euch das, oder wenn die halt nicht drauf passt, könnt ihr eure Projektion, könnt ihr halt auch noch anpassen. Das heißt, ihr geht beispielsweise mal auf Quadro Mapping und wie ihr sehen könnt, ändert sich die Struktur der Textur. Und das war nicht der Ende von Lied. Es ist jetzt, wie gesagt, schon 40 Minuten und deswegen will ich sagen, enden wir für heute mal. Ich hoffe, ich komme dazu, mal ein neues Tutorial rauszuhauen. Ich werde mir demnächst auch auf jeden Fall ein neues Mikro zulegen, weil jetzt quatsche ich gerade vom Headset, von der Webcam und das ist nicht so prickelnd. Und deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch und wenn ihr Bock habt, würde ich mich freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet, weil momentan sind die Zuschauer sehr, sage ich mal, sehr wählerisch. Und es gibt halt viele, die mich deabonnieren und mich abonnieren und dementsprechend stagniere ich gerade. Aber das soll nicht eure Sorge sein. Und ansonsten würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich, wie gesagt, freuen, wenn ihr mal einen Daumen hoch gebt oder es auch teilen würdet. Ansonsten würde ich sagen, haut rein und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi.